Der X-Technik Videocast. Smarte Produktion. Beim Linzer Zerspannungsexperten Neusen Hydrotech greifen Maschinenbau, Mechatronik und Hydraulik vielfach ineinander. Mit rund 50 Mitarbeitern ist dabei die Lohnfertigung der größte Geschäftsbereich. Ich konnte mich mit Geschäftsführer Walter Führeder über die mittlerweile bereits mehr als 40-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens unterhalten. Zudem sprachen wir über die Fertigungsphilosophie mit hoher Fertigungstiefe und technologisch hochwertigen Maschinenpark, sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um den Standort in Österreich langfristig zu sichern. Seien Sie gespannt. Herr Führer, es freut mich sehr, dass wir uns die Zeit nehmen oder dass Sie uns die Zeit geben, dass wir ein bisschen über den neuesten Hydrotech sprechen, dass wir uns die Fertigungsphilosophie anschauen, dass wir einen Blick in Ihr Unternehmen werfen können. Sie sind in sehr vielen Geschäftsfeldern tätig. Können Sie ein bisschen vorstellen, warum das so ist und was euch da im Speziellen ausmacht? Ja, gerne. Also vielleicht einige Worte zur Historie des Unternehmens. Gegründet wurde die Firma in Pasching bei Linz vom Herrn Neunteufel. Und man hat sich von Anfang an beschäftigt mit Hydraulik, mit hydraulischen Lösungen, Antriebstechnik, Zylinder, Aggregatebau. Das Unternehmen ist gewachsen, irgendwann hat es keinen Platz mehr gehabt in Pasching und ist dann reingezogen hier auf den Standort im Vöstgelände herein. Mhm. Mittlerweile produzieren wir jetzt zur Gegenwart mit auf 7000 Quadratmeter Produktionsfläche hier am Standort im Vöstgelände und mit 100 Mitarbeitern sehr erfolgreich für die unterschiedlichsten Branchen. Wir haben hier am Standort 4 Business Units, die sind, sage mal, aus dem Wachstum heraus entstanden. Man hat während diesen 40 Jahren dieses Unternehmen mittlerweile besteht, einige Unternehmen auch übernommen, unter das Dach der Neusen Hydrotech gesetzt und dann als Business Unit sehr erfolgreich weitergeführt. Einige davon sind, oder die 4 davon sind, einerseits die Lohnfertigung. Wir haben hier 50 Mitarbeiter beschäftigt und produzieren im Dreischichtbetrieb. Auch jetzt aktuell noch im Dreischichtbetrieb, gleich das wirtschaftliche Umfeld momentan ja nicht so wirklich so erfreulich ist. Wir haben uns vor einiger Zeit hier in der Lohnfertigung die Branchen angeschaut, wo wir hineinliefern wollen. Da gehört die Recyclingindustrie dazu, da machen wir sehr viel, da beliefern wir die Weltmarktführer. Mhm. Da gehört der Railway-Bereich dazu, das heißt, wir liefern auch in die Infrastruktur hinein, was auch konjunkturell dann wieder Vorteile bietet, weil die nicht so mitgeht mit dem normalen Maschinenbau, mit den konjunkturellen Schwankungen. Wir beliefern den allgemeinen Maschinenbau als solches und auch sind wir als Zulieferer tätig für die einzelnen Bereiche, für die anderen Business Units, die wir auch im Unternehmen unterhalten, wie zum Beispiel Hydraulikzylinder und dergleichen. Mhm. Dann haben wir noch die Brechtechnik als solches, das heißt, wir haben diesen Geschäftsbereich erst vor einigen Jahren übernommen und produzieren hier Backenbrecher und Schwerlastsiebe, um die Schlacke von den Hochöfen zu brechen und auch zu separieren und die wertvollen und teuren Bestandteile aus der Schlacke herauszufiltern. Dann beschäftigen wir uns natürlich noch immer mit der Hydraulik. Das war in Wirklichkeit ja der Gründungsgeschäftsfeld. Da sind wir unterwegs in der Mobilhydraulik und auch in der stationären Hydraulik. Ventiltechnik und dergleichen, da bieten wir auch Lösungen für unseren Kunden an. Mhm. Und last but not least haben wir auch den Geschäftsbereich der Sonderanlagen. Da sind wir sehr umtriebig unterwegs, weil hier ist irrsinnig viel Engineering gefragt. Da gibt es immer Sonderanforderungen. Kunde hat ein Problem, Kunde kommt zu uns und wir versuchen das Problem im Sonderanlagenbau mit unseren Engineering-Kräften zu lösen. Wenn man sich die 4 Geschäftsfelder anschaut, ist das natürlich ein breiter Bereich. Wie lässt sich das vereinbaren im Haus? Es kommt teilweise auch aus der Historie her. Wir haben Bereiche übernommen von Kunden oder ganze Unternehmen in Wirklichkeit übernommen und haben die integriert unter dem Dach der Neusen Hydrotech, haben die Mannschaft auch dazu übernommen und haben hier Business Unit integriert, die eigenverantwortlich und kostenverantwortlich sind im Unternehmen. Mhm. Für uns ist es ein großer Vorteil, weil wir sehr viel Know-how im Unternehmen besitzen. Das heißt, wir bekommen eine Kundenanfrage und können dann abteilungsintern uns abstimmen, um das beste Produkt und das beste Angebot an unseren Kunden liefern zu können. Mhm. Insofern ist es für uns ein sehr großer Vorteil, weil wir sehr breit vom Know-how im Unternehmen aufgestellt sind und nicht angewiesen sind auf externe Berater oder Unternehmen. Mhm.
Sie haben vorher die wirtschaftliche Situation bereits angesprochen. Ja. Euch gibt es jetzt seit 1981, also schon sehr lange, seid ihr erfolgreich am Markt tätig. Mhm. Da gibt es immer wieder die Auf und Abs. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation? Also die Auf und Abs, das, was uns wirklich wehgetan hat, das letzte Ab, wenn ich das so nennen darf, das haben wir in der Finanzkrise gehabt. Da hat es uns auch wirklich, da sind wir wirklich mit hinuntergefahren. Mhm. Seitdem war dann Corona dazwischen. Da sind wir wirklich sehr, sehr gut durchgekommen und durchgefahren, auch mit unseren Kunden und mit unseren Aktivitäten, wo wir uns hin ausgerichtet haben strategisch. Und jetzt fahren wir halt in Wirklichkeit dort, wo wir als Zulieferbetrieb fungieren für den allgemeinen Maschinenbau, fahren wir einfach mit unseren Kunden mit. Ja, da haben wir relativ wenig Chancen, dass wir uns wehren dagegen, außer dass wir natürlich vertriebstechnisch alles in die Wege setzen, um hier die Projekte, die zurzeit am Markt sind, auch wirklich zu gewinnen. Das Klar. gelingt uns auch grundsätzlich recht gut, aber ist natürlich auf einem niedrigen Niveau, als wir es gewohnt sind. Dann gibt es auch die Bereiche, und das ist wirklich ein Vorteil, weil wir so breit aufgestellt sind, wo wir zum Beispiel in den Infrastrukturbereich hinein liefern, ich habe es schon angesprochen, den Railway-Bereich, da produzieren wir Radsatzlagergehäuse, da sind wir zertifiziert für die Deutsche Bahn oder nach der Deutschen Bahnnorm, HPQ, sind wir eines der wenigen Unternehmen in Österreich, die diese Zertifizierung hat. Und wenn Sie mal mit einem Railjet gefahren sind, dann sitzen Sie zu 100% auf unseren Gehäusen oder auf einem IC3 in Deutschland, wenn Sie fahren. Sitzen sie auch auf unseren Radsatzgehäusen. Das heißt, diese Branche und auch andere sind konjunkturell sehr unabhängig von dem allgemeinen Maschinenbau und das hilft uns natürlich. Mhm. Ja. Im Sonderanlagenbereich haben wir jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass hier nach wie vor Projekte am Markt sind, die umgesetzt werden, weil hier eine sehr kurze Amortisationszeit besteht bei diesen Sonderprojekten. Und wenn wir hier wirklich gute Lösungen anbieten können, dann werden die auch tatsächlich umgesetzt. Das dieser breite, das breite Portfolio macht euch auch krisenfester, letztendlich wahrscheinlich. So ist es, genau. Ja. So ist es. In diesen mittlerweile 43 Jahren seit Gründung gab es natürlich, wie Sie angesprochen haben, auch schon diese Ups, aber was waren so die Meilensteine und Highlights, wo Sie, wenn Sie zurückblicken wollen? Das ist eine lange Zeit, 40 Jahre logischerweise, aber einerseits war natürlich der Umzug hier auf das Gelände, auf der Föstgelände war einmal ein Highlight, logischerweise, das ist halt schon länger her. Aber das hat uns natürlich die Möglichkeit gegeben, hier in diesem industriellen Umfeld sehr gut und kontinuierlich wachsen zu können. Ja, wir haben prominente Nachbarn hier am Föstgelände und fühlen uns hier grundsätzlich sehr wohl. Das ist das eine Mal gewesen. Wir haben hier auch die Produktion ausgebaut. Ja, das heißt, wir haben ein Hallenschiff dazu gebaut mit 4000 Quadratmeter in etwa in der Größe. Das war sicher ein weiteres Highlight. Und wir haben uns strategisch beteiligt an Zylinderfertiger in der Steiermark als solches, wo wir hier sehr gute Kontakte nach wie vor hinein haben. Mittlerweile haben wir den auch hinausgelöst wieder und als eigenständiges Unternehmen in der Neusen-Gruppe weitergeführt. Wir haben die Neusen-Ölfeldschieber, wie gesagt, unter das Dach hinein gegeben, unter den Neusen-Hüterdeck als solches. Und wir haben vielleicht zum Schluss jetzt die Brechtechnik als solches aus eigenem Bereich mit dem Unternehmen ins Unternehmensportfolio mit hineingegeben, was uns auch hilft, weil das auch wieder ein Bereich ist, wo wir schon Sonderlösungen anbieten. Mhm. Aber in Wirklichkeit auch in der Schlaggeaufbereitung ist es doch ein ganz anderes Feld, als wir bis jetzt tätig gewesen sind im Hochofenbereich. Wollen wir noch mal kurz zur wirtschaftlichen Situation zurückkommen. Wie sehen Sie uns hier in Österreich eigentlich auch international, im internationalen Vergleich aufgestellt oder im Dachraum aus sich? Mhm. Ja, schwierig, letztendlich, weil die Herausforderungen, die sich stellen, sei es jetzt in Europa und in Österreich, ganz einfach massiv zugenommen haben und wir in Wirklichkeit, ich sage es jetzt einmal sehr direkt, mit den aus meiner Sicht überbordenden Vorschriften, die wir bekommen, ganz einfach irrsinnig viel Manpower abstellen müssen dazu und auch kostenintensiv in Wirklichkeit Maßnahmen ergreifen müssen, um die gesetzlichen Regulative zu erfüllen. Und das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Nachteil, den wir in Europa haben, gegenüber Amerika, gegenüber den anderen Wirtschaftsnationen als solches. Und in Österreich halt speziell haben wir das Thema der hohen Inflation gehabt in den letzten 2 Jahren, wenn man so sieht, die in Wirklichkeit aus politischer Sicht meiner Meinung nach nicht wirklich gut verhindert worden sind. Okay. Das haben andere Staaten ganz einfach besser gemacht, das muss man so sagen. Und daraus resultieren haben wir natürlich sehr hohe Lohnkostensteigerungen, die wir auf unsere Produkte aufschlagen müssen. Und das natürlich sehr, sehr schwierig ist im internationalen Wettbewerb, der immer enger wird und immer,
immer intensiver wird. Mhm. Ja. Und so gesehen haben wir natürlich unsere Hausaufgaben weiterhin zu machen, aber es wird nicht unbedingt einfacher, wenn hier nichts passiert. Gibt es da ein, zwei Wünsche an die Politik, die man in diesem Zusammenhang äußern könnte? Natürlich, die gibt es immer und es sind eigentlich immer dieselben, die aus der Industrie kommen in Wirklichkeit. Das heißt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man auch in Österreich und auch in Europa natürlich, weil viele Handlungspartner, unsere Kunden auch in ganz Europa sitzen, wieder zu schaffen, wo man nicht über ein Lieferkettengesetz nachdenken muss und hier wirklich sehr, sehr viel Manpower hineinstecken muss und sehr viel Aufwand hineinstecken muss, die Lohnkosten wieder nach unten zu bringen. Und wie gesagt, ein riesiges Thema ist, die Inflation in den Griff zu kriegen, wo wir hoffen und davon ausgehen, dass das doch in den nächsten Monaten passieren wird. Mhm. Sind Sie den Standort ein bisschen gefährdet? Nein. Nein? Nein, keinster Weise. Wir haben wirklich gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Wir haben immer neue Ziele uns festgelegt, wir haben Strategien entwickelt, um hier vorwärts zu kommen und uns positiv zu entwickeln. Also so ist es nicht, aber es macht halt ein Stückchen weniger Spaß momentan. Okay. Das ist der Hintergrund. Ja gut, es sind ja bald Wahlen, vielleicht ändert sich was. Bitte? Es sind ja bald die Nationalratswahlen, also vielleicht ändert sich was. So ist es, genau. Mitarbeiter, Fachkräfte haben Sie angesprochen, extrem wichtig. Ihr habt, glaube ich, 100 Mitarbeiter. 100 Mitarbeiter, genau. Großteils Fachkräfte, oder? Weil ja, sehr viel. Braucht es ja für die Bearbeitung dieser komplexen Bauteile letztendlich. Genau, also wir haben so um die 50, 60 Facharbeiter hier am Standort beschäftigt. Der Rest ist Engineering, solches bzw. Abwicklung. Facharbeit ist natürlich immer ein Thema. Ja. Zurzeit sehen wir es ein bisschen entspannter, weil jetzt geht es gerade in die andere Richtung, wo man sagt, so, wir müssen die Kostensituation im Auge behalten. Wir müssen natürlich schauen, wie ist der Forecast, führen intensive Gespräche mit unseren Kunden und legen auch die Strategie jetzt kurzfristig einen anderen Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist halt so. Facharbeiter ist immer ein Thema, logischerweise. Wir suchen nach wie vor Facharbeiter, weil wir vielleicht dort oder da nicht so gut zurzeit aufgestellt sind, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, wir bespielen die Social-Media-Kanäle als solches ganz intensiv in den letzten Monaten und Jahren. Das haben wir uns jetzt neu angeeignet. Wir bilden nach wie vor Lehrlinge aus. Ziel ist, 5 Lehrlinge hier am Standort jedes Jahr auszubilden. Okay. Und wir arbeiten recht gut und eng mit Leasingfirmen zusammen. Da haben wir wirklich gute Kontakte hinein und da sind wir auch recht erfolgreich im Leasingbereich. Wenn das jetzt jemand sieht, wie kann man sich bewerben bei euch? Über die Homepage zum Beispiel oder über die Social-Media-Kanäle. Wo wir auch vertreten sind. Mhm. Da gibt es immer die Buttons Bewerbung, dann einfach melden und wir nehmen dann gerne Kontakt auf. Super. Ihr habt irrsinnige Fertigungstiefe, also ihr habt sehr breites Spektrum, das hier am Standort an Fertigungsmöglichkeiten habt. Wie ist es einerseits dazu gekommen, dass ihr so breit aufgestellt seid und wie wichtig ist das für euch? Ja, wir gehen in Wirklichkeit immer mit unseren Kunden mit. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben langjährige Kunden, die uns nicht verlassen und wir sie auch nicht verlassen. Auch in, sagen wir mal, wenn Überauslastung besteht, dann haben wir ganz klaren Fokus, auch die bestehenden Kunden zu bedienen und nicht neue Kunden mit hineinzunehmen, um hier auch wirklich als treuer und erfahrener und langjähriger Lieferant auch weiterhin liefern und die Beziehung aufrechtzuerhalten. In Wirklichkeit ist es so, dass wenn man eine hohe Fertigungstiefe hat, kann man die Qualität der Produkte natürlich selbst steuern. Ja? Man kann auch effiziente Maßnahmen einleiten, um das Produkt kostengünstiger zu produzieren oder auch zu verbessern, qualitativ zu verbessern. Mhm. Und schnell zu reagieren, wenn der Kunde sagt, so und jetzt würde ich gerne den Bauteil nochmal da und da überschliffen haben oder nachgehont haben oder was auch immer. Mhm. Das heißt, hier bieten wir auch unseren Kunden einen Mehrwert, weil wir hier sehr schnell reagieren können. Mhm. Ich denke mal, da sind auch die Kunden dann auch beeindruckt, wenn sie hier einmal am Standort durch die Hallen gehen und sehen, wie viele unterschiedliche Maschinentypen ihr vor Ort habt und welche Qualität ihr bietet. Ja, also uns sind mehrere Dinge wichtig, wie wir uns aufstellen. Da gehört Qualität dazu, da gehört, dass wir am Stand der Technik auch die Maschinen haben, unser Maschinenpark haben, um keine Wettbewerbsnachteile unseren Mitbewerbern gegenüber zu haben. Mhm. Es gehört die Sauberkeit für uns dazu, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ganz einfach auch der Meinung, dass man Qualität nur dann erzeugen kann, wenn man einen sauberen, geordneten Arbeitsbereich hat, ein sauber geordnetes Umfeld hat. Und das sind so in Wirklichkeit die Strategien, die wir bei uns in der Produktion aufgestellt haben. Also einen modernen Maschinenpark als solches zu haben, in der NC-Programmierung am letzten Stand zu sein. Das heißt, die
die Maschinen immer laufen zu haben, am Laufen zu haben, im Dreischichtbetrieb produzieren zu können, ist auch ein wichtiger Faktor, weil dadurch teilt sich natürlich die AFA ganz anders auf, die Abschreibung des Maschinenparks, der doch einiges an Geld hier gekostet hat. Und dadurch können wir natürlich auch wirklich kostengünstige Preise unseren Kunden anbieten und haben auch in Wirklichkeit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Ihr habt unterschiedliche Maschinentypen, unterschiedliche Lieferanten. Nach welchen Kriterien werden diese Lieferanten bei euch ausgewählt? Eigentlich haben wir sehr wenige unterschiedliche Lieferanten, aber ja, natürlich. Ja. Und wir haben jetzt gerade die Firma Starak-Heckert wieder dazu genommen. Das ist richtig. Kriterien sind einerseits einmal die Strategie, die wir uns vorgenommen haben, in welche Branchen wir hineinliefern wollen. Ja? Da gibt es dann Anforderungen dazu zu den Bauteilen, die wir auch in diese Branchen hineinliefern. Das heißt, in Wirklichkeit ist einmal ein Faktor und der erste Faktor der, dass wir einmal feststellen, welche Technologie brauchen wir und welche Bauteilgröße wollen wir in Wirklichkeit in Zukunft bearbeiten. Ist es eine Ersatzinvestition oder ist es eine Neuinvestition? Ja? Und das sind einmal die technischen Kriterien, die wir hier heranziehen. In weiterer Folge schauen wir uns dann die Lieferanten sehr, sehr genau an. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, beginnend einmal von der Anfragetätigkeit, wie ist die Reaktionsgeschwindigkeit, wie kommen die Antworten zurück, die wir gestellt haben, sind die fachlich auch in Ordnung aus unserer Sicht und entsprechen die auch unseren Erwartungen. Wichtig ist auch die wirtschaftliche Situation unserer Lieferanten, was das betrifft, weil wir wollen in Wirklichkeit über viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Und da ist es ganz auch wichtig, dass unsere Lieferanten auf gesunden Füßen stehen, damit wir auch noch nach 10 Jahren vielleicht Ersatzinvestition mit dieser Maschine oder für eine Maschine tätigen können. Sie haben schon angesprochen, Ihr neuestes Prunkstück in der Fertigung, wenn man so sagen darf, ist Starak HEC 800, 5-Achs-Bearbeitungszentrum. Warum haben Sie in diese Technologie investiert und wie ist es dazu gekommen? Also wir haben einige neue Bauteile von unseren Kunden in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren liefern dürfen, wo hier sehr, sehr komplexe Bearbeitungsschritte notwendig gewesen sind und auch eine Bearbeitung in den unterschiedlichsten Winkeln. Ja. Und dadurch haben wir bei dem bestehenden Maschinenpark bis zu 7 Spannungen gehabt bei einem Bauteil. Und brauche ich Ihnen nicht sagen, was das heißt wirtschaftlich. Da wird es schwierig, hier auch wirklich uns mit dem Mitbewerb zu stellen. Und haben hier letztendlich den Markt jetzt einmal untersucht und haben mal geschaut, welche Lösungen wird es hier geben. Und haben ganz breit 5 namhafte Hersteller angefragt. 4 davon sind Deutsche gewesen und einer ist ein japanischer Hersteller gewesen. Und haben uns das wirklich sehr, sehr gut angeschaut. Und haben auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtung angestellt und haben gesehen in der Vorkalkulation aus den Gesprächen heraus mit den Maschinenherstellern, dass wir hier eine Laufzeiteinsparung von bis zu 40-45% haben bei diesen komplexen Bauteilen. Und dann war die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung relativ schnell erledigt in Wirklichkeit. Ja. Und dazu ist noch gekommen, dass wir nicht mehr 7 Spannungen haben, sondern nur mehr 1 oder 2 in etwa. Das heißt, wir haben hier eine wesentlich geringere Laufzeit gehabt mit weniger Rüstaufwand und haben natürlich einen immensen Durchlaufzeitfaktor auch noch, den wir hier uns einsparen können. Das heißt, in Summe sind das wirklich schlagende Argumente gewesen, dass wir uns hier nach einer 5-Achs-Bearbeitungsmaschine auch beim Fräsen jetzt umschauen. Bei der Komplettbearbeitung beim Drehen sind wir ja schon seit 10 Jahren in Wirklichkeit relativ weit. Und das ist jetzt eben der Schritt aufgrund der Kundenforderungen bzw. der Bauteilforderungen oder solches, dass wir auch in diesen Bearbeitungszweig jetzt reingehen, 5-Achs-Bearbeitung. Also Ziel ist es, Bauteile so wenig wie möglich zu spannen, um Lebenszeiten zu reduzieren, logischerweise. Hauptzeiten zu optimieren. Ja, genau. Und auch Qualitätsgründen, logischerweise. Ja. Genauigkeit, Präzision. Genau. Okay. Sind da Themen wie Automatisierung, Digitalisierung für euch auch wichtig? Ist für uns wichtig, wobei es für uns natürlich bei der Digitalisierung haben wir doch, sage mal, einen Standard erreicht, mit schon seit vielen, vielen Jahren, wo wir CNC-Programmierung machen, wo wir Differenzlisten bei den Werkzeugen machen, wo wir hier natürlich online verbunden sind mit der Werkzeugvoreinstellung und Werkzeugvermessung und dergleichen. Das heißt, da sind wir, ich würde mal sagen, im Stand der Technik, aber nicht ganz vorne dabei. Das ist ein Punkt, den wir uns vorgenommen haben für die nächsten Jahre. Das ist ja so. Automatisierung ist relativ schwierig aufgrund der Bauteilgröße, die wir haben. Das heißt, wir haben Bauteile, die zwischen 1 Tonne und 2 Tonnen sind. Hier sind dann die Systeme schon sehr kostenintensiv und aufwendig.
Das sind wir zurzeit haben wir den Step zurzeit noch nicht gemacht. Mhm. Aber mit der Heckert HLC 800 habt ihr einen Schritt gemacht in der Produktivität. Welche Vorteile konkret würden Sie sehen, dass Sie mit dieser Maschine gemacht haben? In Wirklichkeit sind es die erwähnten schon. Ja. Das heißt, wir haben eine massive Einsparung der Kosten, wir haben eine Laufzeitreduktion, wir haben eine Genauigkeitserhöhung als solches und wir haben eine hocheffiziente Fertigung mittlerweile. Wir haben neben den normalen Palettierungssystemen haben wir auch Standardpaletten auch noch, die wir manuell dann händisch rüsten können, aber parallel, hauptsächlich parallel aufrüsten können neben der Maschine. Das heißt, wir haben hier in diese Technologie hinein investiert, um hier auch wirklich die Nebenzeiten nochmal zu reduzieren, weil die Hauptzeiten als solches werden ja massiv unterschritten durch die Möglichkeit der Fünferachsbearbeitung. Wir haben ja in Wirklichkeit vorher eine Kursel-Drehmaschine gehabt, wo wir auch die Drehbearbeitung und auch Bohrbearbeitung gemacht haben. Und da haben wir dann in der reinen Drehbearbeitung mit der neuen Maschine mindestens 20% Laufzeitersparnis schon bei der reinen Drehbearbeitung. Okay. Ja. Und bei komplexen Bauteilen, wie schon erwähnt, geht es dann rauf bis zu maximal 50%. Mhm. Ja, ist enorm natürlich. Trotzdem, so eine Investition ist als Lohnfertiger quasi nicht so ohne. Ist eine Investition. Denke mal. Ja. War das nötig, unbedingt, um für die Zukunft da sattelfest zu sein? Absolut. Ja. Also wir haben es ja gesehen, wie gesagt, wir haben vor vielen, vielen Jahren schon in die Komplettbearbeitung bei den Drehfräszentren, wo wir hier Marktführer direkt am Standort haben als Nachbarn, wo wir auch gute Kontakte pflegen und haben hier auch große Investitionssummen in die Hand genommen. Und wir haben es dann im Nachgang gesehen, dass einfach die Erfolge dann sich sofort eingestellt haben. Ja. Wir haben ein neues Teilespektrum dann in Wirklichkeit einfahren können. Wir haben neue Kundenklientel bekommen aufgrund der Breitling-Situation, aufgrund der Reaktionsgeschwindigkeit. Weil man hat ja viel weniger Durchlauf auf anderen Kostenstellen dann. Ich gebe den Bauteil auf die Maschine und er ist fertig. Mhm. Ja. Ich habe keine 7 Spannungen, ich habe eine Spannung. Ja. Bauteil kommt herunter, geht dann noch zum Ausfertigen und geht dann zum Kunden nach dem Vermessen. Ja. Mhm. Das sind ganz einfach Vorteile, die man sich generieren muss, sobald wie möglich logischerweise generieren muss, weil ansonsten ist man ganz einfach wirtschaftlich in einer Situation, wo es schwierig wird, auch zu investieren, dann, wenn man es übersieht. So gesehen ist es notwendig, absolut. Ich glaube, den Firmennachbar kann man ruhig nennen in diesem Zusammenhang, ja. Das ist die WFL Milton Technologies GmbH, ja, genau. Mit der jetzt, glaube ich, seit, kann mich erinnern, 2008 haben wir eine Reportage gemacht, genau. Über die erste WFL, genau. Also schon sehr lange Partnerschaft pflegt. Also Partnerschaften auch im Bereich von Werkzeugmaschinen extrem wichtig für euch, um auch Technologieschritte zu machen. Absolut, ja, absolut. Wie gesagt, wir haben, ja, eigentlich ist Heckert jetzt, Schlag Heckert, der erste Lieferant, wo wir nur eine Maschine haben zurzeit, weil ich glaube, Sie sind auch durchgegangen, Sie haben gesehen, wir haben von allen Herstellern mehr als eine Maschine hier im Haus. Das heißt, grundsätzlich sind wir sehr lieferantentreu. Das ist so, nur in diesem Bereich der Fünfachsbearbeitung haben wir unseren Markt ganz einfach wieder neu orientiert und haben geschaut, wer bietet daher wirklich das beste Produkt an? Mhm. Und da sind wir eben zu Stark Hecker gekommen und haben uns wirklich auch das Unternehmen sehr, sehr gut angeschaut, weil wir auch hier langjährige Partnerschaft pflegen wollen. Und wir haben auch grundsätzlich eine zweite Maschine schon mitverhandelt. Das heißt, die jetzt gekommen ist, da gibt es eine Option dazu, dass wir hier auch eine zweite dann ins Haus kriegen. Und da sind wir gerade in Gesprächen und in Abwägungen mit dem Hersteller. Also bleibt eurem Vorsatz treu, dass mindestens zwei Maschinen pro Lieferanten oder mehr. Mindestens, ja, genau. Mindestens. Okay, genau. Okay. Super. Ja, ja. Wollen wir ein bisschen in die Zukunft blicken? Gibt es Projekte, was jetzt anstehen oder bis auf die Neuinvestition, die noch tätig wird, die noch folgen wird? Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in den nächsten Jahren? Wo wollt ihr euch noch hinorientieren? Ja, grundsätzlich wollen wir die Fünfachsbearbeitung, vielleicht wenn ich mit der Lohnfertigung beginnen kann wieder, wollen wir die Fünfachsbearbeitung ausweiten. Das heißt, die nächste Investition sind wir gerade in Abklärung, ob wieder Fünfachs oder nicht. Fünfachs ist abhängig von den Erfolgen, die wir haben. Aber das schaut einmal sehr, sehr gut aus, muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir werden bei den Bearbeitungszentren hier auf Schiene bleiben. Wir werden weiter investieren in unseren Maschinenpark. Beim Drehen sind wir aktuell noch recht gut aufgestellt. Aber hier muss man sich dann anschauen, was die Technologie jetzt, welche Fortschritte hier gemacht werden. Herr Jungreitmeier hatte was angekündigt, habe ich gesehen im letzten Videocast. Solches sind wir mal gespannt, vielleicht wird das für uns recht gut passen. Okay. Das heißt, und vielleicht noch ergänzend dazu, in der Brechtechnik haben wir ja den Brecher als solches übernommen von einem, sagen wir mal, Kunden als solches. Mhm. Wir haben das Know-how in unserem Unternehmen dann
eingeführt, haben dann Siebtechnik als solches auch ergänzt. Das heißt, wir haben eine eigene Maschine dann dazu gebaut. Und hier gibt es auch weitere Gespräche, zwar nicht in die Brechtechnik hinein, sondern da wollen wir auf den Hackschnitzelbereich, in den Hackschnitzelbereich hineingehen, um neue Produkte zu erzeugen. Und da haben wir schon recht gute Gespräche geführt. Schauen wir mal, ob das erfolgreich wird. Viel mehr möchte ich noch nicht verraten jetzt, aber das sind so die Projekte für die Zukunft, die sehr gut ausschauen. Eines kann ich aber mitnehmen, zu investieren ist nie ein Fehler, nämlich in beste und hochqualitative Produkte. Das ist notwendig, am Standort Österreich hier weiterhin erfolgreich zu sein, denke ich mal. Das ist absolut so, weil wir haben hier in Österreich ein sehr hohes Lohnniveau. Das heißt, um das Lohnniveau abzufedern gegenüber unseren Mitbewerbern, ist es ganz einfach notwendig, die besten Bearbeitungsmaschinen zu haben, um auch die beste und höchste Produktivität gewährleisten zu können. Wenn die Personalaufwandskosten relativ niedrig sind, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, dass man eine perfekte Maschine hat. Da genügt vielleicht der andere auch, weil hier die Produktivität nicht entscheidend ist. Super. Dann bedanke ich mich für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Wünsche weiterhin viel Erfolg, auch mit den neuen Maschinen natürlich. Und freue mich auf unseren nächsten Besuch hier. Danke. Sehr gerne. Herzlichen Dank auch. Danke.